Gut, es ist richtig kalt geworden im Odenwald. Es liegt auch ein bisschen Schnee. Aber das soll uns nicht davon abhalten, heute was Schönes zu grillen. Und zwar machen wir heute einen Rib-Finger-Flammkuchen. Und wie ich diesen hervorragenden Rib-Finger-Flammkuchen gemacht habe, liebe Leute, das wisst ihr ganz genau. Das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Heute ist es richtig schön kalt und die Luft ist klar und rein. Da macht es Spaß, draußen etwas zu machen. Und wir legen auch gleich schon los. Ich habe hier in dieser wunderbaren Schüssel Rib Fingers. Und die bepuder ich ein bisschen mit meinem Drachenpulver. Wo ihr Drachenpulver herbekommt, das steht unten in der Infobox. Da ist ein Link, da könnt ihr draufklicken und euch das Drachenpulver bestellen. Kanalmitglieder bekommen 10% auf das Drachenpulver und den grünen Kobold und natürlich auch auf alle anderen Gewürze, die es in dem Shop gibt. Dazu müsst ihr einfach nur Kanalmitglied werden. Da bezahlt ihr monatlich einen klitzekleinen Betrag, unterstützt meinen Kanal, ja, und bekommt ein paar Emojis und natürlich den 10% Gutscheincode. Die Rib Fingers, die habe ich richtig schön eingepudert und die kommen jetzt in den Pellet Smoker von Moesta. Und im Übrigen, wenn ich weiß, was Rib Fingers sind, das sind ausgelöste Beef Ribs. Das heißt, das sind Ribs, da sind die Knochen schon ausgelöst. Und wo ihr das herbekommt, liebe Leid, das steht auch unten in der Infobox, denn die sind nämlich von den Beef Bandits. Da ist auch ein Link, könnt ihr auch draufklicken, bestellen. Und mit dem Gutscheincode ODWFK10 bekommt ihr auch noch 10%. Die Rib Fingers habe ich jetzt eine Stunde geräuchert. Und jetzt nehme ich sie runter. Natürlich sind sie jetzt noch nicht gar. Aber das ist gar kein Problem, denn wir wollen ja einen Flammkuchen machen. Und wenn die Rib Fingers nachher auf dem Flammkuchen sind, dann werden sie gar. Ich lege jetzt einen Pizzastein in den Pellet Smoker und habe ihn auch hochgeheizt auf 200 Grad. Und während der Grill hochheizt, hole ich jetzt den Teig. Und das ist heute was Spezielles. Und zwar habe ich hier so einen Dürümfladen. Das ist dasselbe wie so ein Tortillafladen, nur ein bisschen größer. Aber natürlich könnt ihr euch auch euren Flammkuchenteig selber machen. Es gibt auch so fertige Flammkuchenteige, sage ich jetzt mal, oder auch Fladen. Die könnt ihr natürlich auch nehmen. Aber hier, das geht easy peasy. Das gibt es überall eigentlich zu kaufen. Und ja, ich gebe es zu, ich bin faul. Ich bin faul. Aber auch, schaut mal, mit Teig zu hantieren bei der Kälte ist auch nicht so einfach. Deswegen ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative. Das Ganze habe ich jetzt beschmiert und zwar mit einem wunderschönen Paprika-Chili-Frischkäse. Aber natürlich könnt ihr jeden x-beliebigen Frischkäse nehmen, den ihr gerne möchtet, falls ihr keine Paprika mögt oder keine Chili oder was auch immer. Ich mag es ganz gerne, deswegen nehme ich den. Und jetzt schneide ich die Rib Fingers in so kleine Stücke. Macht sie nicht zu groß. Macht sie aber auch nicht zu klein. Aber im Prinzip könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Und wie ihr seht, das Fleisch ist natürlich nicht durch. Aber es ist ja auch völlig egal. Denn wir belegen jetzt diesen Fladen mit diesen kleinen Fleischstückchen. Aber vorher kommt noch ein bisschen geriebener Käse drauf. Und dann, wenn wir das nochmal in den Grill legen, dann ist das Fleisch am Ende so, wie wir es gerne hätten. Beim Käse bloß nicht sparsam sein, denn zu wenig Käse gibt's nicht. Jetzt verteilen wir das Ganze ein bisschen. Und wer natürlich keine Rib Fingers hat, der kann irgendein anderes Steakfleisch nehmen, das er so gerade in den Kühler hat oder wie auch immer. Ich meine, am Ende kannst du auch eine Salami drauf machen, aber ich sag mal so, dann ist das komplett am Thema vorbei, ne? Also es sollte schon irgendwie ein schönes Steakfleisch sein. In dem Fall wäre es auch richtig toll, wenn es dry-aged wäre. Weil das gibt nochmal einen richtig schönen anderen Geschmack. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Speck oben drauf. Den Speck, Speckkäse, das kann nur schmecken am Ende. Das wird großartig. Und damit wir auch ein bisschen Gemüse haben, kommt ein bisschen Zwiebel oben drauf. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Moment, Speck, Zwiebel, Rib Fingers, Flammkuchen, Steak, das sind so viele Zutaten, was macht da alles drauf? Keine Panik auf der Titanic,
Am Ende vom Video gibt es eine Zutatenliste, die könnt ihr euch dann abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren oder es schreibt wie immer jemand in die Kommentare. Im Übrigen habt ihr das die letzten Videos vergessen, ist aber nicht so schlimm, damit ihr euch das Ganze copy und pasten könnt. Und derjenige, der das Ganze dann immer reinschreibt, das sind ja immer unterschiedliche Leute, vielen, vielen Dank, ganz viel Liebe geht raus. So, jetzt schnappe ich mir den Fladen. Und der kommt jetzt in den Grill. Wie gesagt, der Grill hat ungefähr 200 Grad. Wenn er jetzt 220 hat, ist auch nicht schlimm. Und das Ganze braucht jetzt ungefähr so, ich sag mal, 10 Minuten. Und so schaut er aus. Richtig großartig. Dieser wunderbare Ripfinger-Flammkuchen kommt jetzt auf mein Brett und, ja, was soll ich sagen, kann gegessen werden. Klingelingeling, klingelingeling, es kann gegessen werden. Ja, ich höre auch schon. Ich singe lieber nicht. Liebe Leid, ich bin mir fast sicher, ihr möchtet diesen Ripfingers-Flammkuchen gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht Ripfingers oder ein anderes Steakfleisch, das Drachenpulver, Dürümfladen oder Tortillafladen oder Flammkuchenfladen oder was auch immer, Paprika oder Chili-Frischkäse oder Paprika und Chili-Frischkäse oder irgendeinen anderen Frischkäse, Speckwürfel, Zwiebel und geriebenen Käse. Und jetzt wird probiert. Und hier ist er, unser Ripfinger-Flammkuchen. Und weil es so unfassbar kalt gerade ist, werde ich ihn jetzt auch gleich anschneiden und dann probieren, weil sonst erfriere ich irgendwie. Es ist kalt. Ja, das ist irgendwie ist das aktuell sehr, sehr kalt. So, und jetzt schauen wir mal, ob dieser Ripfinger-Flammkuchen auch was kann. So. Boah, das ist so richtig lecker. Oh, daran könnte ich mich gewöhnen. Liebe Leid, ohne Witz. Das ist so gut. Das müsst ihr unbedingt mal nachmachen, liebe Leid. Vor allen Dingen in diese Tortilla-Fladen. Oder auch in dem Fall war das so ein Dürümfladen, weil die sind ein bisschen größer. Da müsst ihr nicht viel machen. Ihr kauft das, ihr belegt das, ab auf den Grill. Mega. Großartig. Liebe Leid. Ich kaufe jetzt das Ende. So. Ich bin mir fast sicher, ihr möchtet dieses Ding mal nachmachen. Und ihr solltet es auch nachmachen. Und damit ihr das könnt, ihr wisst es ganz genau, ihr müsst jetzt abschalten. Aber vorher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Oh. Ist das geil. 'Cause I've been running this world.